war der Plan, erzähle ich jetzt mal eher, wie es gelaufen ist. Der Plan ist eigentlich schon ziemlich eingehalten worden und mit einer blöden Neuigkeit dazwischen. Am Mittwochabend kam ich nach Hause und dann wollten wir am gleichen Abend noch nach Liechtenstein fahren. Von dort aus dann am nächsten Tag, am 1. August, wo Nationalfeiertag ist, noch eine Stunde weiter zu einer Geocaching-Runde. Und nachdem wir die absolviert haben, sind wir dann weiter nach Österreich, um dort noch eine Nacht zu verbringen und dann am Freitag Jack abzuholen. Dann ging es am Freitag wieder zurück. Wegen Verzollen mussten wir unbedingt am Freitag noch wieder. Es ist nur eine blöde Sache dazwischen gekommen. Als ich am Mittwoch nach Hause kam, hat Uta gesagt, das Ergebnis der Biopsie von Samson ist da. Uta ist inzwischen recht sensibel geworden. Jede kleine Beule wird sofort untersucht und zum Arzt gelaufen mit. Nicht zu Unrecht, wie man sieht, es ist nämlich ein Mastzellentumor. Typ oder Stufe 2. 1. August, keine Möglichkeit. Freitag, Klinik, auch kein Termin frei gehabt. Jetzt ist der erstmögliche Termin am Dienstag. Das ist der 6. August. Da gehen wir dann hin und lassen ihn operieren. Und drücken uns selbst die Daumen. Jack abholen war toll. Scheiß Gefahr wieder. 17 Stunden unterwegs gewesen. 1250 Kilometer gefahren. Geprickelndere Sachen, aber hat sich ja gelohnt. Okay, und jetzt geht's mit dem Video weiter. Staus. Enge, dunkle Straßen. Und wir sind dennoch auf dem Stellplatz in Vaduz in Liechtenstein angekommen. Gute Nacht. Guten Morgen mit Blick auf die Berge. Hier startete unsere heutige Runde. Klein Uta und das ganz große Abenteuer. Hui. Das war ein Adrenalinkick. Für den Hund. Das Holz ist irgendwie unsinnig. Na, machst du dich schick für Jack oder was? Machst einen auf coolen, jungen Onkel, Rapper? Okay, so liegt's ja lieber, wa? Ach, du bringst ihm ein Geschenk mit, er soll die aufsetzen. Wegen der langen Ohren, ne? Dann kann er sich die auf den Kopf zusammenknoten und dann die Mütze drüber ziehen. Das ist natürlich auch eine gute Idee. Da wird er sich freuen. Wirklich abwechslungsreiche Wege hier. Geocaches wohl zeigen, wo man lang fahren würde, wenn man Skier und Snowboard und Schnee hier hätte. Leider haben wir nichts dergleichen. Es ist doch ein bisschen mühsam, hier entlang zu gehen. Denn der Untergrund ist teilweise sehr, sehr moorig bis sumpfig. Okay, aber wir werden auch das schaffen. Gut. Mal sehen, der nächste Cache
264 Meter, dauert also noch eine Weile. Bis dann. Wirklich nette Caches. Der Hinweis war, lies das Schild durch. Gut, daraufhin habe ich gedacht, klettern. Aber die Terrainwertung unter 4, 4,5, habe mich dann davon abgebracht, hier das Gerüst hochzuklettern an den Seilen. Und Uta fand dann hier den Cache. Juhu. Gut gemacht. Muss man schon sagen. Mit 30 km/h hier über die Autobahn schafft natürlich nicht allzu viel Kilometer. Liebe Bayern, wir fahren hier mit 10 km/h durch die Gegend. Wer will uns da denn blitzen? Aber danke für den Hinweis. Noch schnell was zum Essen machen. Lecker. Instant. Gute Nacht. Jack hatte mehr oder weniger schon auf uns gewartet. Jack war sehr an Samson interessiert, Samson aber nur mittelmäßig an Jack. Lionel und Robin gucken sich das Ganze von drinnen an. Lionel steckt frech die Zunge raus. Bäh. Man beachte unsere T-Shirts. Ein letzter Abschiedskuss von Mama, bevor es losgeht. Die Sache mit dem Zoll. Wir haben Jack um 10 Uhr abgeholt, also sind losgefahren, waren schon früher da, aber um 10 sind wir losgefahren. Nach einer kleinen tränenreichen Verabschiedung. Schönen Gruß hier an Gitti und an Steffi. Ging es dann Richtung Grenze. Wir haben jetzt uns Vorschriften konform verhalten wollen. Das heißt, wir machten uns das Leben eigentlich selber ein bisschen schwer. Der Zoll hat bis 17 Uhr auf und wir wollten über Österreich nur fahren und dann zum Zoll in die Schweiz gehen, weil in Deutschland dürfen Hunde eigentlich nur überführt oder auch durchgeführt werden, wenn sie die Tollwutimpfung haben. Das haben aber 9 Wochen alte Welpen noch nicht. Das haben die erst, glaube ich, mit der 15. Woche oder sowas.
Und somit sind wir quer durch Österreich, haben Österreichs Berge kennengelernt, Täler, Tunnel, alles Mögliche. Und haben es noch gerade geschafft. Also 20 Minuten mehr Stau und es wäre zu spät gewesen. Wir hätten dann noch irgendwie uns was anderes einfallen lassen müssen. Nachverzollen oder dort vor Ort übernachten und dann gleich am nächsten Morgen hin. Ja. Aber wir haben es geschafft, soweit ja alles gut. Aber das ist die Geschichte, warum es uns dann vom Fahren her noch ein bisschen komplizierter war. Nur weil wir uns eben halt nur an die Gesetze halten wollen. Okay. Erster idyllischer Zwischenstopp nach einer Stunde Fahrt in etwa. Toller Tanz. Okay, auf die Bahn reagiert er ja cool. Leine geht auch schon einigermaßen. Das war bei unseren Jungs sonst ein bisschen anders. Die haben ganz schön gezottelt. Okay. Die haben sich mehr gewehrt. Hey. Okay, mal ein bisschen in die Leine gebissen. Da kommen Menschen schnell. Wegtragen aus der Gefahrenzone. Die haben einen Trolley dabei, nachher wird er noch überfahren. Verzögerungsmeldungen von unserem Navi gab es reichlich. Wir haben nachher wieder über 8 Stunden gebraucht. Irgendwann kamen wir trotzdem noch zu Hause an. Gibt's erstmal was zu futtern. Na fein, komplett aufgefuttert, wa? Noch auslecken sogar. Da hat er meine Kohle aufgehabt. Schönes Bäuerchen gemacht, wunderbar. Doch, der hat alles aufgegessen und da oben ist er gar nicht mehr. Gute Nacht, Fortsetzungen folgen.